denke, Kunst erfährt jeder Mensch auf seine ganz eigene Art und Weise. Für mich ist es sehr inspirierend, zusammen mit meinen Freunden zu malen, da der stetige Austausch von unseren Ideen immer zu noch besseren Werken führt am Ende. Für mich ist die Farbkraft das Wichtigste, wenn es um die Ausdrucksstärke geht im Werk. Ich versuche stets, mir mehr Techniken beizubringen und neue Materialien zu erforschen, um meine Gemälde immer interessanter zu gestalten. Die ersten Pinselstriche in der Color Code bestimmen meist die Richtung eines Werks, da ich immer sehr spontan agiere. Meistens entstehen dabei viele Tiere, oft Vögel, aber auch sehr weirde, comicartige Charaktere. Kunst muss stets frei sein, dass man sich voll und ganz dem kreativen Fluss hingeben kann. Und nur so kann ich zum Beispiel alles ausblenden, was außerhalb des Ateliers passiert. Daher ist sie ein optimaler Gegenpol zu meinem Alltag in der Wissenschaft, da der viel rationaler geprägt ist durch Zahlen und Statistiken. Und die Kunst transportiert eben Emotionen, was ganz anderes ist. Ich denke, dass jeder Mensch kreatives Potenzial in sich hat, nur wissen es die meisten von sich noch nicht.